Willkommen zu diesem zweiteiligen Video. Diese Serie handelt davon, wie der Flo und ich in Fendt im Ötztal sind. Und Teil 1 geht es darum, wie wir die Martin-Busch-Hütte zusteigen und dann am nächsten Tag auf dem Hauslab Kogel aufgehen und runterfahren. Viel Spaß mit dieser besonderen Pulver- und Vierentour. Let's fit once again! Juhu! Yay! Pulver! Ah, gleich ziemlich heiß geht's da weg vom Parkplatz. Ist halt so, wenn du am Nachmittag erst losgehst. Darum ist jetzt der Weg. Wir gehen aber herunter. Das ist viel harmonischer zum Gehen. Viel weniger Kraftverbrauch. Allerdings müssen wir natürlich aufpassen, was oben an ist. Aber von der Lawinensituation passt das heute alles ganz gut. Ja, da unten sind wir jetzt eine Wasserspur angelegt. Hat ganz gut passt. Da hinten kommt der Weg her. Und da vorne ist die Martin-Busch-Hütte. Schönes Tal da rein. Da die Mutmalspitze. Und da rein geht's auf den Marzellferner. Da ist der Marzellkamm. Ja, wir sind jetzt auch Martin-Busch-Hütten gut angekommen, sind auch draußen gesessen. Und die haben wir einen getrunken. Und jetzt sind wir im Winterraum. Da vorne voll cool, siehst du auf die Mutmalspitze. Also echt ein cooler Ausblick. Ganz ein selten gemachter Berg. Und der Winterraum richtig kuschelig, schön warm ist er, gell? Voll gut isoliert anscheinend. Ja, und du heizt jetzt nochmal ein. Ich heiz ein. Ja, wohl, genau. Heiz ein. Heizmaster heute. Jawohl, Flora Heizmaster, gewaltig. Ja, und heute schlafen wir mit Ski im Bett. Flo, was gibt's heute zum Essen? Nudeln. Gewaltig. Da drinnen tobt die Hölle. Yes. Ja, mir kann es eh keine Haare mehr wegbrennen, ich habe eh keine mehr. Da steht aber dabei, dass das sind jetzt in insgesamt 4 Portionen, gell? Aber ich sag, das sind eigentlich nur 2 Portionen maximal, weil das sind sicher Frauenportionen. Franz hat gezaubert. Nudeln! Nudeln! Ey, Wahnsinn! Franz kann gut mit Nudeln umgehen. Ja. Zumindest mit meiner. Na, der Nudel-Franz ist satt. Der Nudel-Florian hat zugeschlagen. Also, mir sollte jetzt noch ein bisschen mehr sein können. Ja, ich finde, da das sind echt Damenportionen. Gute Nacht, Jim Bob. Wunderschönen guten Morgen von der Martin-Busch-Hütte. Wir haben gut geschlafen. Ja, jetzt sind es ungefähr 8 Uhr morgens. Und der Flo und ich, wir werden da so einen von den Hütten Hausberg machen. Richtung Hauslab Kogel. Ich glaube, schauen wir mal hin. Schauen wir mal, wo uns die Reise hinführt. Viel Spaß! Da kommt jetzt der Flo daher mit Haarscheißen. Da hinten oben Similaun Marzellkamm. Das ist echt eine wunderschöne Tour. Die Rinne schaut auch interessant aus und da hinten oben
ist der Gipfel Hauslappkogel. Zwei einsame Spuren im Schnee, herrlich. Wir sind jetzt eh schon in der Gipfelflanke. Die steilt jetzt auf, 30 Grad aktuell. Wahrscheinlich nachher noch ein bisschen steiler. Spitzkerngelände da rauf und wir haben noch keine Ahnung, wo der Gipfel ist. Der höchste auf jeden Fall. Ein traumhafter Skiberg. Super Verhältnisse. Und wir kommen immer höher rauf. Herrlich, herrlich, herrlich. Gewaltig! Richtig ästhetische Spuranlage. Und jetzt sind wir da aus der steilen Gipfelflanken ausgestiegen. Es wird ein bisschen flacher. 32 Grad steil. Der Hang hat in mehr als 35. Und da vorne, das darf halt der Gipfel sein, da hat jetzt der Flo die Ehre, den Rest anzuspuren. Voll cool, wir haben uns abgewechselt. Einmal er, einmal ich, dann wieder er und so weiter und so fort. Aber es ist gewaltig. Bombastisch. Pulver, ja. Den Gipfelhang zumindest haben wir einen super Pulver. Das ist ein großer Gipfelhang. Ja. Zwei Schwünge. Für dich schon, für mich sind es ca. 50 mit den schmalen Ski. Aber du hast jetzt die Ehre, Flo. Ich muss mal schnaufen. Passt. Es ist halt doch schon ziemlich hoch da herum. Gut zum Akklimatisieren die Tour. Meter auf zum Skifahren gewesen. Da vorne ist jetzt der Gipfel. Juhu! In dem Sinn bergheil vom Hauslab Kogel. Richtig coole Tour. 35 Grad, glaube ich, bist du dabei, gell, Flo? Steiler war es ja, da nicht. Ja, da unten nochmal kurz, aber da. Ja, und der Rest, weißt du, so 30 Grad Gelände. Also richtig cool. Pulver haben wir gehabt. Da links draußen habe ich zwei so Setzungsgeräusche gehabt. Vielleicht waren es auch 5, vielleicht auch 10. Darum fahren wir da rechts runter und werden auch einzeln runterfahren. Genießt noch ein bisschen das Panorama und dann viel Spaß mit der Abfahrt. Da hinten übrigens hintere Schwärze, Nordwand habe ich schon gemacht. Similan gibt es auch schon ein Video. Und da hinten ist die Finalspitze, gibt es auch schon ein Video, wo ich zum Sonnenaufgang beim Mützedenkmal war. Also richtig coole Gegend da. Und da vorne ist der Greizkogel, glaube ich, heißt der. Da war ich auch schon oben und noch weiter vorne. Die Talleitspitze gibt es auch ein Video. Ready to fetch. Hm.
Jawohl. Juhu! Geil war das! Ja, das ist geil! Das war so geil! Das sind die Skier von Kuhn. Ja, das war jetzt ein geiler Vierner. Perfekt! Ich wollte nicht stehen bleiben. Hat schon passt! Coole Verfolgungsjagd! Umpull von unten vieren, wo wir die Sicht auch noch erwartet hätten, war es perfekt gewesen. Alter, wir haben uns da jetzt stundenlang aufgeblockt für 3 Minuten Abfahrt. Ja, fahren wir raus, oder? Herrlich! Super! Super war's! Da wo ich mir am Anfang dachte, das am schissensten wird auf dem Weg. Ja! Da wo es am besten, wo ich mir dachte, das ist am besten auf dem Weg. Ja, weil du keine Sicht gehabt hast. Ich weiß nicht, irgendwie. Wie ich auch das Gefühl habe, dass der Schnee nicht mehr zu tun kann. Ja, feinster Pulver war es jetzt nicht oben, aber. Aber das hat schon gut gepasst. Ausgenommen, ich echt auf euch, das ist ein geiler Pulverschnee. Ja, mit den Ski ist halt echt. Da wird die Ski immer so. Ja. Weil ich nicht gewusst habe, wie ich das Körpergewicht.
verlagern sollst. Oh, war ein guter Einstand, oder? Im Ötztal. Ja. Ja, wir chillen da jetzt gerade bei der Martin Buschitten und ich mache da jetzt gleich einmal das Resümee zum Hauslab Kogl. Richtig nette, lässige Tour, ca. 1000 Höhenmeter von der Buschitten. Ja, es ist zum Aufpassen Triebschneemäßig. Der Gipfelhang hat halt um die 35 Grad Steilheit, ansonsten echt eine richtig lässige Tour. Vor allem, wenn man so wie wir unverspurt erwischt, das ist schon ein Geschenk, wenn man so einen großartigen Skiberg, so einen schönen Ski 3000er anspuren darf und die ersten Linien auch runterzieht. Das war schon gewaltig. Mir hat es taugt, wenn es euch taugt hat, Daumen nach oben da lassen. Und wenn ihr das nächste Video nicht verpassen wollt, weil wir haben ja gerade die Tourenplanung für morgen gemacht, ist das nächste Video, dann Kanal abonnieren und die graue Glocke aktivieren. Kommentare wie immer ins Kommentarfeld unten eine und der Wirbel, das ist da die Alarmanlage da oben, die geht irgendwie seit gestern schon. Keine Ahnung, was da der Hintergrund ist. In dem Sinn, macht es gut, bergheil, bleibt's geil, bis zum nächsten Mal. Ciao, pfiat euch.